Hallo und herzlich willkommen, und falls ihr gerade zufälligerweise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist ein Gameplay zu Hazard Ops. Moment, noch eins? Ja, die Sache ist, ich habe beim letzten Video nur über den Versus-Modus geredet und den Koop-Modus immer ein bisschen runtergemacht. Das liegt daran, dass ich Koop generell langweilig finde. Jedoch ist das ein bisschen unfair. Jemand, der generell Koop nicht mag, sagt, dass der Koop scheiße ist. Ja, weil er Koop scheiße findet. Deswegen wollte ich wenigstens ein bisschen fair zu dem Spiel sein und sagen, okay, ich zeige euch wenigstens noch den Koop-Modus. Aber das Video war schon zu lang, deswegen habe ich nur den Singleplayer, den Versus-Modus gezeigt. So, gehen wir mal rein. Was gibt's denn für Koop-Modi? Es gibt Sturmeinsatz, Boss Rush, Turret Defense, Urzeiteinsatz, massiver Sturmangriff und Überlebenskampf. Erklären wir das mal. Überlebenskampf. Das ist Call of Duty Zombies. Ohne Witz. Das ist einfach nur Call of Duty Zombies. Man baut die Fenster zu, man holt sich neue Waffen, kauft sie, man schaltet sich neue Türen frei und so weiter und so fort. Sturmangriff. Lange Korridore, die immer mal wieder durch große Arenen unterbrochen werden, und in den Arenen kämpft ihr gegen KI-Gegner. Mit richtig schlechter KI. Also im Grunde genommen der Singleplayer von COD. Nur in Third Person. Gut, dann haben wir noch den Boss Rush. Der erklärt sich von selbst. Bosse, 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 Bosse. Turret Defense, im Grunde genommen, das ist Horde Mode. Nur, dass ihr Türme aufbauen könnt. Und Uhrzeiteinsatz. Was ich jetzt spielen werde. Denn im Grunde genommen macht ihr in all den Modi genau dasselbe. Ihr lauft rum und schießt. Es ist wirklich nicht so viel Unterschied, wie jetzt durch die verschiedenen Beschreibungen vielleicht dargestellt wurde. Ich könnte euch jetzt natürlich noch den Shop zeigen, aber es bringt eigentlich nichts. Es gibt die luschigen normalen Waffen zum Kaufen und die für Ingame-Geld und die super tollen funky Heavy-Metal-Waffen gibt's nur für echtes Geld. Standard. Gut. Jetzt gibt's ein bisschen Dinosaur-Action. Ach übrigens, das sind Cutscenes, und ja, die Cutscenes haben nie Ton. Und dieses Problem haben sie bis heute noch nicht gefixt. Es war schon immer so. Der Uhrzeitmodus ist übrigens der einzige Modus, in dem der Dialog nicht auf Koreanisch ist. Das ist doch ein toller Dinosaurier-Modus, wo man als erstes anfängt, Menschen umzubringen. So. Also falls ihr euch fragt, wo die menschlichen Einheiten aus dem Beast Mode herkommen, das sind sie. Das sind eure Gegner im Koop-Modus. Nun, das Coole ist, ihr könnt ihre Waffen verwenden. Also falls euch mal die Munition ausgeht, könnt ihr gerne eine Minigun nehmen oder so weiter und so fort. So. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich nicht mag. Dem Deckungsfeature. Diese Deckung ist... Also dieses Deckungsfeature ist zum Kotzen. Es liegt nicht generell am Deckungsfeature. Das Problem ist die Mehrfachbelegung der Tasten. Also gucken wir uns das mal an. Shift drücken lässt dich rollen. Shift halten lässt dich sprinten. Aber wenn du in der Nähe eines Stück Deckung stehst, lässt dich Shift an die Deckung ran. Wenn wir jetzt hier mal ein Stück Deckung finden,
Also das heißt, wenn ich von der Deckung wegrennen möchte, geht das nicht, weil er dann sofort in Deckung geht. So hier. Und wenn man dann Shift nochmal drückt, hört man etwa nicht mehr auf, hinter der Deckung zu stehen. Nein, das bringt nichts. Ihr müsst in die entgegengesetzte Richtung laufen, um von der Deckung wegzukommen. Thank you. The IMSC people lied to me. They said they are trying to revive dinosaur creatures, but their true purpose is to manufacture biological weapons. We must put an end to this crazy plan. Listen, I will try to overload the geothermal energy resource system. This should blow up the entire research base. I need your help to buy me time. Das ist sogar schlechter als Cry of Fear. Nie gedacht, dass ich das hier sage. Ah, wieder kein Ton. So. Gleich kommen sie. N. N für die Karte. Klar. N. Logisch. Also übrigens, falls ihr euch fragt, das ist eine Drohne, die ich durch ein Level-Up gekriegt habe. Ich bewege mich zu langsam mit dem Ding. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man die KI im Koop-Spiel so schlecht ist, hat man wenigstens mal Zeit, sich auf dieses verdammte Gears of War Nachladen-Minispiel zu konzentrieren. Kommen die hier auch mal rein oder stehen die nur außerhalb vom Spawn rum? Toller Dinosaurier. Ja gut, das ist eine prähistorische Bestie. Ich glaube, das kann man gelten lassen. So. Jetzt laufen wir hier durch Nicht-Jurassic Park. Und kämpfen gegen Nicht-Weyland-Yutani. Ich weiß, Weyland-Yutani ist bei Aliens, aber genetisch, Monster als Waffe zu verwenden, das ist so mehr so das Weyland-Yutani-Ding. Naja, und ansonsten, ich meine, ja, guckt es euch an. Jurassic Park. So. Ja, das ist alles, was man im Koop-Modus macht. Im Kreis rumrennen und nicht sonderlich kluge Gegner abballern. Ich meine, bei den Dinosauriern und den Zombies fällt es nicht so auf, weil die sind ja dazu vorhergesehen, auf euch zuzurennen und euch im Nahkampf abzugreifen. Aber die KI-Gegner mit Fernkampfwaffen. Naja. Sagen wir mal so, sie bleiben selbst in der Deckung, wenn ihr schon längst hinter ihnen seid. Sie bleiben in derselben Deckung. Sie wollen aus der Deckung nicht raus. Das ist ihre Deckung. Mit Ausnahme der großen Gegner, die einfach im offenen Feld stehen bleiben. Weil die können ja keine Deckung nehmen. Ja. Das war die Mission. Das geht immer so weiter. So, jetzt haben wir
Cyborg. Kätzchen. Open fire! Kontrapower. Löcher. Das Problem an sich ist ja nicht, dass die Gegner so wenig aushalten, sondern dass A so wenige kommen, wodurch. Ja, wenn Nahkampfgegner auf Fernkampfgegner, auf Fernkampfeinheiten treffen, dann haben sie nur eine Chance, wenn sie in der Überzahl sind. Das heißt, man bräuchte mehr Dinosaurier, die auf einen zukommen. Und außerdem sollte die HP-Regeneration definitiv nicht weggenommen werden, aber vielleicht länger brauchen, weil die HP-Regeneration setzt sehr schnell ein. Zum Beispiel, ihr werdet von irgendeiner Nahkampfattacke getroffen und dann rollt ihr euch einfach zweimal zurück und schon habt ihr eigentlich schon fast wieder volles Leben, weil die HP-Regeneration so schnell wieder reinkickt. Oh Gott. Das kann man leider übrigens nicht abschalten. Das ist der. Das ist dieser Kurznachrichten-Chat. Oh, hier kann ich auch Türme aufbauen. Aber habe ich keinen Bock drauf. Weil die gehen. Würden zur nächsten Runde wieder verloren gehen und die Runden sind im prähistorischen Modus nicht wirklich lang. Ja. So. Long kill. Minigun, Fuzzy. Long kill. Reloading. Locked and loaded. Oh Mann. Ich meine, schlecht sehen die Gegner ja nicht aus. Die haben sich ja schon ein bisschen was gedacht. Aber ich muss nur sagen, ich habe noch nie Raptoren gesehen, die so aussehen wie in diesem Spiel. Die sehen wirklich ein bisschen eigenartig aus. Alien. Ach, nicht Alien. Dinosaurier-Eier oder was? Wenn die jetzt kaputt machen oder wie? Ein mitnehmen, okay. Tja, das geht immer so weiter. Ich glaube ja, mit Freunden zusammen könnte es ein bisschen mehr Spaß machen, aber alles macht mit Freunden zusammen mehr Spaß. Das finde ich da nicht so wirklich ein gutes Argument. Sharpshooter! Tja, falls es ihr es euch noch nicht aufgefallen ist, ich bin ein bisschen gelangweilt, weil wirklich. Das ist nicht wirklich viel, was hier passiert. Und ich könnte wirklich andere und bessere Spiele spielen. Aber ich will ja fair zu diesem Spiel sein, damit keiner sagen kann, dass ich gar nicht alles vom Spiel gezeigt habe. Und glaubt mir, euch die anderen Koop-Modi zu zeigen, würde nichts bringen, denn. Die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Mit Ausnahme des Zombie-Modus, welcher genauso funktioniert wie der Zombie-Modus aus Black Ops. Also, ja, ich verstehe nicht ganz, warum ich dann mehr als den
Modus hier zeigen sollte. Okay. Ist das nächste Areal offen, dass wir reinlatschen können? Ich glaube, am Ende dieses Modus kommt, glaube ich, noch nicht mal ein Bosskampf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, ich glaube ja, dass dieses Spiel tatsächlich noch herausfordernd wird auf den höheren Schwierigkeitsgrad. Aber um die höheren Schwierigkeitsgrade zu spielen, muss man erstmal die leichteren durchspielen. Und das ist, wie ihr merkt, ganz schön langweilig. Genau das meine ich. Das ist äußerst... Guck mal. Ich wollte eigentlich dran vorbeirennen, aber... Er ist sofort in Deckung gegangen. Oh! Hi! Wo wir über Weyland Yutani sprechen. Ja. Yep. Okay. Okay, das war jetzt mit Absicht nur, um darzustellen, wie das manchmal ist, dass der Flow so aufgehalten wird. Aber ganz ehrlich, wenn man so ein Deckungsfeature hat, dann sollte man auch die Möglichkeit haben, über die Deckung rüber zu klettern. Das wäre irgendwie ein bisschen erforderlich. Und das gibt's hier nicht. Man kann nur von der Deckung zu anderen Deckungen springen. Und... Oh, es gibt doch einen Bosskampf. Ein stummer Tyrannosaurus Rex. Okay, das ist einer der leichtesten Bosse, die ich in dem Spiel hier hatte. Er scheint nur drei Lebensbalken zu haben. Und die Lebensbalken gehen recht schnell runter. Die meisten Bosse haben hier so ungefähr 5 bis 6 Lebensbalken, die ewig brauchen, wenn sie runtergehen. Das ist also der letzte Boss. Sagen, dass er das einzige Mal, dass ich in diesem Spiel wegen Bossen gestorben bin, war einmal bei einem Boss, der wirklich extrem unfair designt ist, und bei einem, wo ich neben ihm stand, während die Cutscene war. Bloß die Sache ist, in der Cutscene kann er sich zwar nicht bewegen, aber er kann auch angreifen. Das heißt, wenn du neben ihm stehst, während die Cutscene läuft, wirst du von ihm getötet. Das ist das einzige Mal, dass ich in diesem Spiel bei einem Bosskampf gestorben bin. Außerhalb des extrem unfairen Bosskampfs, den es in einem Modus gibt. Der im Grunde genommen, naja, sich dauernd rumteleportiert und jeden einmal anhaut und dann immer sich von Person zu Person teleportiert, bis dann alle tot sind. Und ich habe ehrlich gesagt, egal mit wie vielen Leuten ich den Boss angegangen bin, habe ich ihn noch nie besiegt. Wahrscheinlich hatten wir nicht genügend Leute mit Bezahlwaffen dabei. So, jetzt habe ich gerade noch was gekriegt, da kann ich ja mal kurz in meinen Spind gucken. Hier links seht ihr meinen Charakter, nicht Captain Price. Ich habe nämlich eine Silberkugel gekriegt. Nicht schlecht, ich sagte Silberkugel, nicht Framerate Drop. Was zum Teufel ist los? Hast du dich jetzt wieder eingekriegt? Danke. Wurde auch gerade angezeigt, dass ich ein paar Silberkugeln gekriegt habe. Ah, da sind sie. So, Silberkugeln, wozu nützt man das? Für dieses kleine Minispiel. Es ist noch nicht mal ein Minispiel. Sie haben, normalerweise sind es Schlüsseln und Truhen, wo man sich dann eine Truhe auswählen kann. Und hier ist es ein Schießstand. Keine Sorge, egal wo ihr da trefft. Es ist egal, wo ihr die Zielscheibe trefft. Es kommen immer dieselben beschissenen Items bei raus. Tja. Ansonsten gibt es nicht vieles über das Spiel zu sagen. Na gut, hier die Waffenmods. Hier zum Beispiel meine AK-47, da habe ich ein Bayonett rangemoddet. Dadurch ist mein
Nahkampfangriff ein bisschen stärker machen und hier einiges bearbeiten. Aber wirklich im Großen und Ganzen gibt es nicht viel, was man hier sonst noch tun kann. Eben dieser Koop-Modus. Und den Beast Mode. Und die anderen Versus Modi fand ich ehrlich gesagt nicht so toll. Also, ja, wenn ihr Dinosaurier-Fans seid, wenn ihr, wenn ihr so wie ich die Extreme Dinosaurs geguckt habt, oh Mann, das, oh Mann, die Extreme Dinosaurs, Hilfe. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn in diesem Modus irgendwann dann so Mischung zwischen Dinosaurier und Mensch kommen würde, dann müsste man die Extreme Dinosaurs abschlachten. Oh Mann. Ah, kennt überhaupt irgendjemand die Extreme Dinosaurs? Immer wenn ich mit Leuten, wenn ich davon erzähle, tragen sich die Leute immer, was sind denn die Extreme Dinosaurs? Für alle, die sie nicht kennen, das ist so ein mittelmäßig schlechter Teenage Mutant Ninja Turtles Abklatsch. Oh Mann. Okay. Hazard Ops. Spielt es wegen dem Beast Mode oder wegen den Extreme Dinosaurs. Je nachdem, was euch gefällt. Ja, aber ich empfehle wirklich nur den Beast Mode. Jetzt habt ihr auch den Koop gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es für mich ziemlich langweilig war. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Extreme, extreme, extreme.